Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, den Ricardo Leppe neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Ricardo. Guten Morgen, Silke. Und Ricardo hat auch einen YouTube-Kanal, Bissen schafft Freiheit. Den werde ich auch oben verlinken mit interessanten Themen. Du hast auch einen Telegram-Kanal, der ja so in den letzten Monaten, also die Abonnenten sind ja hochgeschossen. Ich habe das ja verfolgt. Sehr, sehr spannend. Dein Hauptthema ist ja so die alternative Bildung, alternatives Lernen, Lernen mit Spaß, Lernen mit Freude, Wissen in viel kürzerer Zeit sich aneignen und vor allem auch echtes Wissen, was Kinder wirklich auch lernen, jugendliche Kinder lernen und dann, ja, nachhaltiges Lernen, was sie wirklich fürs Leben brauchen. Das ist ja so deine Leidenschaft. Schaut ruhig auf Telegram, YouTube vorbei, da könnt ihr mal so in die Themen reinschauen, die Ricardo so nach außen gibt. Mit Ricardo, mit dir habe ich auch schon zwei Videos gemacht. Einmal, du bist seit Geburt, wirst du vegan ernährt, hast keinen B12-Mangel, ohne B12 zu supplementieren. Das Gegenteil der Fall, du hast sogar einen Überschuss fast. Werde ich oben auch in den Infokarten verlinken. Und dann hat mir mal ein interessantes Video, dass du noch nie Alkohol getrunken hast. Das hast du so ein bisschen erklärt, wieso, weshalb, warum. Auch sehr spannendes Video, werde ich auch im Laufe des Interviews jetzt oben verlinken. Du hast auf deinem Kanal mindestens schon zwei Videos gemacht. Hinterfrage alles, glaube nichts. Und das ist natürlich für viele so ein Triggertitel, wie glaube nichts. Es ist doch, wir haben doch jetzt hier, viele haben ja so ein festes Weltbild. Es wird uns ja vieles vermittelt über die Eltern, die Schule, die Medien. Und für viele ist das Weltbild fest. Gewisse Dinge sind einfach so, wie sie sind. Und so war es. Und das ist die Wahrheit. Und ich finde es immer sehr schön, wenn das jemand so ein bisschen auflockert. Diese alten Programmierungen, diese Glaubensmuster auflockert und einfach mal ein bisschen rumstochert und einfach mal beschreibt, wie man darauf kommen kann, dass man nichts glaubt. Also du kannst mir auch gerne mal sagen, war das schon immer in deinem Leben so, dass du sehr ein Kind, Jugendlicher, ein junger Mann warst, der immer viel hinterfragt hat und dann gemerkt hat, hey, das stimmt ja gar nicht so, wie man uns das gesagt hat? Oder wie war das bei dir so? Also das ist, ich glaube, das habe ich im Blut drin und das hat der Papa schon immer gemacht, dass er hinterfragt und sagt, hey, was ist eigentlich dahinter? Und ich habe dann auch viele Freunde natürlich, die mich oft fragen, hey, warum gehst du gegen etwas? Und sage ich meistens, gehe ich nicht gegen etwas, ich hasse nur eins, ich hasse es, angelogen zu werden. Mhm. Und wenn ich eine Lüge finde, dann werde ich dort, ja, dann fange ich dort an zu graben. Und ich bin, wie gesagt, der Berufszauberer geworden. Das heißt, ich weiß, wie schnell man eine Illusion nach draußen irgendwo hinklatschen kann und was dann aber dahinter passiert und wie man was versteckt. Und wenn ich einen großen Zaubertrick irgendwo da draußen sehe, dann fange ich schon mal an zu suchen. Und die Thematik ist einfach die, dass egal wo ich zum Suchen angefangen habe, ich habe einfach eine andere Wahrheit gefunden. Oder vielleicht noch keine Wahrheit, aber eine Lüge in dem, was mir erzählt wurde. Und zwar bisher leider in jedem Punkt. Also manche sagen, ja, aber warum gehst du gegen das oder das? Ich habe keine Wahrheit dort gefunden. Eben, wenn man nachschaut, es ist nur die Wahrheit da, wo man sagt, ja, aber das wird einem doch erzählt oder das war immer schon so und das sagt man doch. Sag ich, ja, aber nochmal, warst du dort? Das hat in der Schule schon angefangen, wie die Geschichtelehrerin damals erzählt hat, ja, die Inkas. Und ich habe angefangen zum Lachen aus vollem Herzen. Und die hat gesagt, na, warum? Und sage, na, so einen Scheiß habe ich noch nie gehört. Und sie so, ja, aber sie hat das studiert, das ist die aktuelle Meinung. Sag ich, habe 3 Jahre dort bei denen gelebt im Urwald. Wir können gerne darüber diskutieren. Und wenn du denen dort erzählst, was bei uns im Geschichtebuch steht, die lachen sich krumm. Und wenn du bei den Indianern in Nordamerika, wo ich auch eine gut kenne, erzählst, ja, im Geschichtebuch bei uns steht, ihr habt es dann damals das Land für ein paar Glasperlen verkauft, die lachen sich auch krumm, weil sie sagen, in Indianer, dem gehört einmal nichts und für ein paar Glasperlen einmal schon mal gar nicht. Also die erzählen dir eine komplett andere Geschichte. Oder wo es dann bei uns geheißen hat, ja, Ebola, Ebola, Ebola und in ganz Afrika und ganz schlimm und dann war irgendwann einmal in der Zeitung, ja, die bösen Afrikaner, die hauen die Rotkreuz-Leute tot, die ihnen doch nur helfen wollen. Und dann war wieder mein Gedanke, sag ich, wenn es meinem Kind schlecht geht, da kommt jemand und will dem helfen und ich kann nichts tun, dann ist mir vollkommen wurscht, welche Hautfarbe, Haarfarbe oder sonst was der hat, dann lasse ich dem mein Kind helfen. Ich glaube, das tut jeder Mensch. Machen wir mal ein Extrembeispiel, du bist ganz links in der Politik, der ist ganz rechts, aber deinem Kind geht schlecht und der Arzt von ganz rechts oder ganz links kann dem helfen. Natürlich lässt du das zu. Und man dachte, okay, wie kann das sein, dass die auf die einschlagen? Und ich habe ein paar Freunde da unten in Afrika, die habe ich einfach mal angepiepst und habe gesagt, du, ich hätte gerne mal eure Meinung da dazu. Die war verdammt viel logischer.
Und die war komplett konträr zu dem, was die uns da erzählt haben. Aber das sage ich jetzt nicht im Video, weil sonst wird es garantiert zensiert. Das kann ich da jetzt schon sagen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das geht. Ja, und das war halt bei den Lebensmitteln genau das Gleiche. Wenn du dann draußen etwas erfährst und dann schaust du dir den Codex Alimentarius zum Beispiel an, die Richtlinie zur Ernährung der EU-Bürger und liest einmal genauer, dann kommst du drauf, dass sie genau das Gegenteilige machen. Mhm. Ich habe mit Anfang 20 einmal eine Wasseraufbereitungsfirma gegründet, weil ich gemerkt habe, wie ich in die Stadt gezogen bin, hey, ich bin da ein bisschen verarscht worden. Und dann sagen, ja, wir haben so strenge Wasserschutzgesetze. Und alle sind an meiner ersten Frage gescheitert. Und meine erste Frage war immer, hast du diese gelesen, dass du das behaupten kannst? Nein, aber das sagt man doch so und das haben wir gelernt. Sag ich nochmal, hast du diese gelesen? Ich habe die gelesen. Und wenn du dir das durchliest, ja, sage ich, dann hat das mit strengen Wasserschutzverordnungen einmal gar nichts zu tun. Ein gutes Beispiel ist Fukushima, ja, dass da drüben das Wasser vielleicht gerade nicht ideal ist, ist logisch. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Und nach ein paar Monaten hat der dortige Bürgermeister gesagt, na liebe Leute, ihr könnt das wieder trinken. Und jeder weiß aber, Radioaktivität hat eine Halbwertszeit von, naja, geht sich bei uns nicht mehr aus. Naja, und das ist dort die gleiche Definition von Trinkwasser wie hier, und zwar, es muss unter den gesetzlich festgelegten Grenzwerten liegen, dann ist es sauber. Die haben dort den Grenzwert für Radioaktivität aufs 244-fache raufgesetzt, somit war es wieder drunter, somit war es wieder sauber. Und ich kenne jetzt die Verordnungen in Deutschland nicht auswendig, aber die können nicht so viel anders sein wie in Österreich. Österreich ist die gleiche Verordnung und da heißt es auch, wenn das unter den Werten liegt, ist es sauber. Und wenn du dann genau reinschaust, dann steht dann aber da zum Beispiel eine Nitratverordnung oder in verschiedenen anderen drinnen, wenn ein Gebiet diese Werte nicht einhalten kann, darf es diese beliebig erhöhen. Vorerst auf ein Jahr. Wenn dann keine andere Wasserversorgung gewährleistet werden kann, auf unbegrenzte Zeit. Und wir haben viele Gebiete in Österreich, wo viele Werte einfach ausgesetzt wurden, weil sie nicht eingehalten werden können und somit ist alles wieder gut. Und dann kommt noch hinzu, ich bin dann bis zum obersten Wasserabgeordneten in ganz Österreich hingegangen, ich habe dann bei den Universitäten, ich bin zu allen hin, ich bin da so ein lästiger Bohrer, ich gehe da dorthin und sage, ich will das live sehen, ich hasse stille Post und das hat mir gesagt, ich gehe dorthin und dann habe ich eine klare Meinung dazu. Und der hat dann zum Beispiel auch gesagt, ja, wir haben über 2.500 Stoffe, die wir nachweisen können an schädlichen Stoffen. Und dann gehst du mal zu den Gemeinden und überprüfst, na, wie viele von denen prüft ihr? 35, 60, 20, 33. Sag, Moment mal, wenn ich 50 von 2.500 nur prüfe und die nur drunter sein müssen, das heißt, alle anderen könnten drüber sein, aber es ist vollkommen egal, was ich nicht prüfe, kann ich nicht finden. Was ich nicht suche, kann ich nicht finden. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen dazu, aber es gibt eine Mineralwassermarke bei uns, da kaufst du dir einen Geigerzähler und da gehst du hin und machst piep, 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 piep. Das Ding ist radioaktiv. Okay. Habe ich in Schulen gezeigt. Und dann habe ich dann einen Bürgermeister von dem Ort, wo das abgefüllt wird, gefragt und der hat mir zumindest eine ehrliche Antwort gegeben. Damit konnte ich leben. Der hat zu mir gesagt, du Ricardo, das ist einer der besten Steuerzahler in ganz Österreich. Müssen wir diskutieren? Okay, na, so läuft das eben. Ja. So. Aber das war eine ehrliche Antwort. Damit komme ich schon mal zurecht. Ja. Ja, wenn man dir jetzt wieder irgendeine Lügengeschichte da erzählt hätte, sage ich, dann prüf selber nach. Und das habe ich bei den Lebensmitteln dann gefunden, wo man dann einmal schaut, was kommt ins Brot hinein, was wird uns draußen erzählt, dass das teilweise gar nicht im Lebensmittelschutzgesetz überhaupt drinnen steht. Dann sind diese ganzen Prüfverfahren, wo es dann heißt, ja, aber wir haben kein Blei drinnen. Sage ich, ja, wo wurde geprüft? Im Wasserwerk. Wann kommen die Rohre? Danach. Na, logisch habt ihr es nicht drinnen. Dann haben wir mit Wasserhähnen beschäftigt, die lassen da 80 Liter durchrinnen, nehmen den 81. Liter und schauen, ob der unter dem Grenzwert liegt. Sag ich, wer lässt in der Früh 80 Liter abrinnen? Das ist eine Badewanne. Also macht kein Mensch. Und das Gleiche findest du bei den Lebensmitteln, das Gleiche findest du in der Technikindustrie, das Gleiche findest du in den Geschichtsbüchern, egal wo ich da nachgeschaut habe, ich habe nur Mist gefunden. Mhm. In vielen Physikthematiken, da habe ich mit meinem Physiklehrer damals schon ein bisschen einen kleinen Clinch gehabt, wo der mir gesagt hat, ja, und das Weltbild hat sich geändert. Früher haben wir geglaubt, die Erde ist in der Mitte und alles dreht sich um und um. Dann wussten wir ja, die Sonne ist in der Mitte und alles dreht sich um und um. Und ich habe gesagt, naja, kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass die Sonne da stillsteht und wir drehen uns da um und um. Das ist vollkommen unmöglich. Und er hat auch gesagt, naja, aber das ist Stand der Wissenschaft. Sag ich, nein.
Wir sind in einer Spiralgalaxie und die dreht sich da, je nach Berechnungen, mit deutlich über 100.000 km/h. Wenn sich das ganze Ding da dreht und wir sind in einem dieser Arme drinnen, wie soll dann hier der Punkt stillstehen und rundum und um dreht sich alles? Wie soll das funktionieren? Ich bleib mal auf der deutschen Autobahn mittendrin stehen und bleib dort stehen. Schau mal, was passiert von hinten. Also das geht sich nicht aus. Das ist eine natürliche Bewegung, so wie in der Natur alles ist. Es läuft spiralförmig. Das heißt, die Sonne wird nachgezogen und wir drehen uns spiralförmig hinten. Es kann gar nicht anders sein, wenn man sich ein bisschen mit Physik beschäftigt. Aber das wurde uns gelehrt. Und dann in Biologie habe ich Dinge gelernt, da hat es mir die Haare aufgestellt in der Schule. Da dachte ich, das kann ja gar nicht so sein. Also zum Thema Ansteckungstheorie und so klumpert. Ne? Ja, und dann, wenn man das einmal merkt, also wenn man mal merkt, man wird in einem Part, wenn man in einem Part mal draufkommen ist, die haben mir nur Mist erzählt, dann kommt man mal auf den zweiten, dann kommt man mal auf den dritten und wenn man bei 3 von 3 draufkommt, hey, das war nur Mist, dann fängt man überall an zum Graben. Ja. Dann habe ich natürlich irgendwann einmal auch bei der Schule angefangen zum Graben. Und wenn du dann einmal anschaust, wo kommen gewisse Fächer her, wann wurde das, warum, wie eingeführt, was waren die Ursprungsstatuten dahinter, lass uns die Kinder brechen, das steht in den alten Statuten drinnen. Also da kommst du aus dem Kotzen nicht mehr raus. Und dann wird man natürlich allem Neuen gegenüber auch extrem kritisch, weil wenn man da immer nur Lügen findet, dann kommen solche Videos wie von mir, hinterfrage alles, glaube gar nichts, überprüfe selbst. Und dann wirst du auf andere Ergebnisse kommen. Das habe ich halt leider überall gehabt. Und deswegen, ich bin nicht gegen etwas, außer ich finde eine Lüge. Für die Wahrheit, ne? Immer für die genau. Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich dann die Wahrheit finde. Das finde ich oft wirklich nicht. Ich finde oft den Ursprung nicht und ich finde nicht die definitive Wahrheit dahinter. Aber ich weiß einmal, dass das, was mir erzählt wurde, mal nicht stimmt. Das habe ich relativ klar gefunden. Und dann ist halt eine Frage des Suchens. Ja, ja, das ist eine Frage, dass man sich auf dem Weg der Wahrheit befindet. Ne? Was dann so am Ende des Weges steht, wer weiß. Aber das ist mir wirklich in den letzten Jahren so gegangen. Zum Beispiel habe ich mich auch, seitdem ich auch ganz jung, 10 Jahre alt bin, mit der Evolutionstheorie beschäftigt. Es hat mich total fasziniert, dass man da Fossilien in Afrika gefunden hat. Dann hat sich auch so mein Interesse für Afrika dann dadurch auch entwickelt. Ich habe mich wirklich über 20 Jahre damit intensiv beschäftigt, wollte das sogar studieren und bin heute froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich musste dann irgendwann erkennen, es ist halt nur eine Theorie, Evolutionstheorie sagt schon. Ich glaube, mittlerweile sagt man auch Evolutionsbiologie, damit es nicht so auffällt, aber es ist wirklich nur eine Theorie. Wir wissen über unseren Ursprung nichts. Ich habe so viele wissenschaftliche Abhandlungen eigentlich auch gelesen, ganz viele Bücher, aber es sind oftmals nur Annahmen, Vermutungen. Man schließt das aus, was gar nicht sein kann, und die Vermutungen, die werden dann manchmal so als, oder oft so als Wahrheit, das ist so hingestellt. Also wenn ich mir so überlege, dass der Mensch sich in Afrika entwickelt hat, dass dann durch Klimaänderungen gab es dann große Savannen, da musste der aufrecht gehen und konnte nach Feinden Ausschau halten und dann hat er irgendwann Fleisch gejagt und Fleisch gegessen, das Gehirn wurde größer. Also ich habe das ja damals, also es war ja wie eine Programmierung, das immer wieder zu lesen. Ich wurde aber in der Zeit trotzdem Vegetarier, Veganer, Rohköstlerin. Ne? Also ich glaubte einfach nicht mehr dran. Also ich habe auch dann festgestellt, durch meine Ernährungsänderung, Fasten, Entgiftung, dass mein Bewusstsein klarer wurde. Also das hat mich wirklich geprägt, die Ernährungsumstellung. Dass ich auf einmal angefangen habe, viele Dinge zu hinterfragen. Erst war es wirklich so im Gesundheitsbereich, dass man dachte, hey, da läuft aber irgendwas schief, das ist aber wie ein Versehen. Und wenn man dann, da denkt man, das ist ein Versehen, das muss nur wieder gerade gerückt werden. Wenn man da mal tiefer reingeht, dann denkt man, das ist alles System, das hat alles Struktur. Es geht gar nicht. Also man kann davon ausgehen, wenn so öffentlich gesagt wird, es geht um Gesundheit, dann weiß man, es geht überhaupt nicht um Gesundheit. Wenn es heißt, es geht um Humanität, dann weiß man, es geht überhaupt nicht um Humanität. Oder hat man ja auch in den letzten Jahren, ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit Politik und Globalisierung, wenn es irgendwo darum geht, in ein Land einzumarschieren, eine Demokratie hinzubringen, dann kannst du sicher sein, es geht überhaupt nicht um Demokratie. Ich habe das ja auch, dadurch, dass ich Afrikanistik studiert habe, habe ich mich auch intensiver mit Afrika beschäftigt, auch später. Und es gibt da so viele Krisenherde und da wird einfach überhaupt nichts gemacht. Ne? Also wo man sagt, da könnte man doch schlichten und Frieden hinbringen, aber es ist nicht gewollt, weil da gibt es keine Rohstoffe. Da sind immer oft geopolitische Themen, die dahinter stecken, wenn man irgendein Land einmarschiert. Ne? Also vielfältige Themen, aber es geht niemals um Menschlichkeit und Humanität. Das ist immer nur so, wenn man sich genauer damit beschäftigt. Aber den Menschen hier wird das so verkauft, ne? Auch viel durch die Medien. Und ich habe wirklich auch mal ein Video erlebt, ich weiß nicht mehr, welches das war. Da war eher eine
eine junge Frau, die war eher so christlich geprägt und da ging es auch um die Evolutionstheorie und die wurde da von ein paar Menschen total angegriffen und beleidigt. Und ich denke, wenn ich das manchmal so verfolge, wie Menschen miteinander in Diskussion gehen, dann auch beleidigend werden, so wie diese Spaltung vorangeht, einfach wegen dem Glauben. Vieles, was die Menschen meinen zu wissen, glauben sie nur, es ist nur ein Glaube. Sie haben oftmals das nicht überprüft. Und ich habe in den letzten Jahren, das war wirklich wie eine Transformation, also ich habe mein Weltbild fallen lassen müssen, was ich hatte. Das ist mir unter den Händen zerbröselt. Also bei mir hat es wirklich auch viel mit Tränen zu tun. Also ich habe so viel wie in den letzten 5, 6 Jahren habe ich nie geweint. Aber das ist für mich ja auch, Tränen sind für mich auch so eine emotionale Entgiftung. Dann habe ich, also je heftiger ich geweint habe, umso größer war die Enttäuschung. Umso war die Illusion, die aufgebaut wurde und ich das alles, also umso länger habe ich das auch geglaubt. Ne? Aber ich fühle mich jetzt dadurch viel befreiter, wirklich. Ja. Auch wenn ich jetzt viele sage, ich habe jetzt ganz viele Lücken in meinem Weltbild, weil ich gar nicht weiß, was stimmt denn da wirklich. Ganz viele Lücken und weiße Flecken. Wie früher so eine Landkarte, wo es ganz viele weiße Flecken noch gibt, was man noch nicht entdeckt hat, so fühlt sich das für mich an. Und ich habe immer gesagt, ich glaube nur noch das, was ich selbst erfahre. Das ist für mich mein persönliches Wissen. Bei den anderen Wissensthemen, da sage ich, kann sein, muss aber nicht sein. Wenn sich gewisse Themen dann auf einmal revidieren und es wird auf einmal, es stellt sich heraus, das Gegenteil ist der Fall, dann ist das für mich nicht weiter schlimm. Also für mich bricht da keine Welt mehr zusammen. Ne? Und was man auch mal bedenken muss, auf viele Themen wird nur ein Fokus, so ein ganz bestimmter Ausschnitt wird uns gezeigt, aber nicht das große, breite Programm. Also man kann nur jeden wirklich einladen, auf die Suche zu gehen. Sich wirklich auch mal dafür zu öffnen, dass vieles nicht so stimmt, wie es uns erzählt wird. Ich denke mal, jetzt durch diese C-Thematik ist bei vielen schon was, denke ich mal, ausgelöst worden. Ja. Wenn man sich wirklich damit beschäftigt, kann man schon erkennen, welche Strukturen wir leben, dass sich die Strukturen offenbart haben. Ja. Spannende Zeiten, sage ich dir. Genau, spannend. Also ja, ich kann nur jeden einladen, auf die Suche zu gehen. Was steckt wirklich hinter gewissen Themen? Ne? Wenn euch da auch mal der Intuition zu folgen, wenn man wirklich so das Gefühl hat, also da stimmt irgendwas nicht, wirklich mal der Intuition zu folgen und da mal tiefer reinzuschauen. Es gibt auf alle Fälle Quellen, wo man sich informieren kann. Die findet man, wenn man wirklich sucht. Du hast ja auch gesagt, es gibt eigentlich kein Thema, das hast du auch in einem Video gesagt, wo du nicht reingeschaut hast und eine Lüge entdeckt hast. Ja, leider. Leider. Ja. Muss man so ich sagen. Ich hätte es gern anders. Ja. Ich hätte es echt gern anders, ja. Ich denke auch immer, ich habe letztens auch mit Freunden gespielt und gesagt, ich bin nicht generell gegen irgendwas, weil da kam auch so, ja, du fragst schon viel und glaubst nicht alles, warum beschäftigst du dich immer so mit den Themen, warum interessiert dich das so? Ich sage, weil ich meine, irgendwann auch, wie du eigentlich so, wenn ich merke, das stimmt irgendwas nicht, das ist eine Lüge, dann will ich dem auf den Grund gehen. Ja? Und ich bin da halt auch, ich habe auch mal, als ich jung erwachsen war, weiß ich noch genau, dass ich mir mal vorgestellt habe, mein Ziel ist es mal so im Leben später, dass ich so weiß, wie die Welt funktioniert, wie so diese Strukturen funktionieren, was hält die Welt zusammen. Und dass ich mal darauf stoße, das hätte ich nie im Leben mir zu träumen gewagt, auf was ich da schauen muss, auf viele Lügenkonstrukte. So, ne? Und das ist halt, manche, die, ich glaube, das ist auch ein, du sagst ja, du hast das schon, also praktisch ja durch deine Eltern mitbekommen, ich bin wirklich so das schwarze Schaf meiner Familie, meine Eltern machen, man muss immer so alles hinterfragen. Oh, es ist so, wie es ist und oh, das fanden die immer ganz anstrengend und ich war da schon immer so, bin immer versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen und habe dann auch meine Lebensweise so angepasst, wenn ich festgestellt habe, oh nee, mit den Tieren, das tut mir so leid und ich kann das auch nicht ausblenden, also wäre ich Vegetarierin und dann Veganerin. Dann habe ich mich für Rohkost interessiert, weil ich gemerkt habe, oh, damit geht es mir total gut. Das ist eine Ernährungsweise, die mir einfach gut tut. Und dann immer mehr, immer weiter und das ist auf alle Fälle eine faszinierende Reise. Ne? Ihr Lieben, wenn ihr das komplette Interview mit Ricardo Leppe sehen möchtet, dann schaut gerne auf meinem Telegram-Kanal vorbei. Den Link findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das Originalinterview hat eine Länge von über 36 Minuten und wir sprechen da auch etwas heikle Themen an, sodass ich mich entschieden habe, unser Interview für YouTube zu zensieren. Ja, lieber Ricardo, dir auch alles Liebe, alles Gute, für die alternative Bildungsfreiheit, da wünsche ich dir auch alles Gute. Und ja, irgendwann muss man dann dort landen, weil das ist ja, Schule ist so wichtig, ja, das ist so wichtig, Bildung ist so wichtig, echte Bildung und nachhaltige Bildung.
so wichtig. Da kann man wirklich, wenn man da die Kinder auf einen gewissen Weg bringt, da kann man wirklich eine ganz andere Gesellschaft kreieren. Und mehr zur Wahrheit kommen. Ne? Mehr die Wahrheit finden und Frieden und Freiheit, was ja alles so miteinander zusammenhängt. Ich denke, die meisten, 99% der Menschen auf der Welt wollen in Frieden und Freiheit leben und haben auch kein Problem mit der Wahrheit. So. Genau. Ja, dann alles Liebe, alles Gute, allen Zuschauern auch und bis bald. Tschüss.